Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Minecraft-Dorf-Folge. Eigentlich ist es, ja, ihr seht schon, es ist ein anderer Standort. Also ich bin jetzt hier bei der Hühnerfarm. Und zwar liegt es daran, ich habe schon angefangen aufzunehmen. Und dann sehe ich auf einmal, meine Aufnahmedatei wird nicht, also es wird nicht aufgenommen. Denke ich so, geil, dankeschön. Auf jeden Fall, ja, nehmen wir wieder auf hier Minecraft-Dorf, ein schönes Ründchen. Und ja, ich habe Bock, ihr habt wahrscheinlich auch Bock zu gucken, also legen wir direkt los. Es ist einiges hier auch noch passiert. Neben meiner Brücke, die jetzt endlich fertig ist, hat der gute Frails hier eine kleine Bar quasi gebaut. Kann man ja sagen, also hier ist der Eingang quasi für uns quasi. Oder generell hier die Eingang zur Bar und hier halt zu seinem Haus und alles. Ist noch nicht ganz fertig, aber sieht sehr, sehr geil aus. Ich werde vielleicht hier ein bisschen am Weg ein bisschen optimieren, dass es ein bisschen besser aussieht. Ich werde vielleicht sogar so eine kleine Verbindung hier da hinten bauen, so dass man das auch da ein bisschen anschließen kann. Das wäre auch noch ganz nice. Und ja, der Bogenshot, der war natürlich sehr, sehr gut. Okay, da würde ich mal sagen, machen wir uns dann die Arbeit. Ich habe mir natürlich auch wieder ein paar Ideen gesammelt, weil wir hatten einen richtig geilen Moment gehabt hier in Minecraft Dorf. Das habt ihr wahrscheinlich auf meinem Kanal nicht so ganz mitbekommen, weil ich halt nicht aufgenommen habe. Ich bin auf dem Server, also ich joine manchmal einfach den Server. Also ich gehe nicht jedes Mal auf den Server nebenbei auf, sondern ich gehe auch manchmal auf den Server drauf und gucke einfach mal, was könnte ich bauen. Einfach so ein paar Ideen sammeln. Und zu dem Zeitpunkt hat Frails aufgenommen. Dachte mir, okay, nice, Frails nimmt auf. Sehr geil. Und dann einen Moment später kommt dann noch Voltekind dazu und joint auch noch und nimmt auch auf. Und dann denke ich mir so, wir haben es nicht abgesprochen zusammen. Also wir haben nicht abgesprochen, okay, wir nehmen jetzt alle auf. Zack, zack und so weiter. Nee, das ist einfach so irgendwie passiert. Und ich musste mich, glaube ich, 2 Minuten lang einfach nur kaputt lachen, weil ich nie gedacht hätte, dass sowas mal passiert, dass wir uns mal... Ja, dann ist es schon mal passiert, dass einer mal einfach mal dazu gejoint ist während der Aufnahme. Das ist mal Patrick gewesen, dass er bei, als wir unsere ersten Minecraft-Dorf-Folgen gemacht haben, dass er einfach dazugekommen ist und dann haben wir auch mit ihm aufgenommen quasi. Das war auch sehr, sehr geil. Aber dass sowas mal passiert, also damit hätte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Und das finde ich echt geil, dass mal sowas mal passiert ist quasi. Also ich habe mal gehofft, dass sowas mal passiert, dass wir einfach mal joinen und nicht absprechen, dass wir aufnehmen, aber trotzdem joinen. Also das ist sau eigentlich richtig geil. Also ich muss sagen, es war echt ein geiler Moment. Ich weiß ja nicht, wie die anderen beiden das sehen, aber das werden sie bestimmt auch. Ja, also ich bin mal auf ihre Reaktion gespannt. Zu meinem Zeitpunkt haben sie noch nicht aufgenommen. Also beziehungsweise zu meinem Zeitpunkt haben sie es noch nicht hochgeladen, kann man ja sagen. Und ja, da bin ich mal einfach mal sehr gespannt, wie sie so reagiert haben. Habe mich das schon ein bisschen interessiert, wie die so reagieren. Ich penne einfach mal bei Frails in seinem Bett, mal sehen, wie bequem das ist. Guten Tag, guten Tag. Ach, sieht ganz schön nett aus hier, ne? Ja, der Frails hat schon ein bisschen was gemacht. Nur der Boden sollte hier ein bisschen anders sein. Hier natürlich dieser, ja, Fame-Aspekt quasi. Ich habe keine Ahnung. Irgendwas hat er sich einfallen lassen. Und ja, auf jeden Fall machen wir hier noch einen kleinen Weg. Und zwar nicht unter der Intention her auch, dass wir hier eventuell was bauen könnten. Also durch die ganzen neuen Wege, die ich hier quasi baue, hat man natürlich auch neue Möglichkeiten, was zu bauen. Also eventuell könnte ich hier dann vielleicht, wenn ich halt in Folge 100, die ja bald ansteht, also das ist ja ein paar Folgen, wir sind ja, ich weiß gar nicht, 94, 95, vielleicht sogar noch ein bisschen weiter. Und da nähert sich das langsam mit der Tour, wo ich mich echt freue, dass das passiert. Und ja, da läuft einfach mal so ein... Nee, das ist ich jetzt nicht zu Ende. So, ich mach das mal ein bisschen zu hier. So. Eigentlich ein bisschen schwachsinnig, dass er hier eine Treppe baut, weil an sich... Naja, komm, komm, lass mich. Das ist der Frails, der kann bauen, wie er will. Kann man so sagen. So, ich mach mal hier eine Reihe zu, weil ich muss sagen, ich bin kein Freund davon, wenn der Weg so aussieht. Da muss doch schon so eine Erdschicht drüber. Meiner Ansicht. Ich weiß, sehen manche anders und manche sagen, ah, da bist du klein, nicht gerade, aber... Ja gut, das bin ich halt. So, ja, schon mal ein bisschen... Gut. Machen wir hier noch ein bisschen... So. Ah, jetzt sieht das nicht mehr schön aus. So, jetzt sieht das wieder schön aus. Geh ich mal ein bisschen hier... Leute. Ein bisschen Erde ausbuddeln. Spitzhacke haben wir auch hier am Start. So. Gut, dann machen wir hier das.
damit es immer eine schöne Form hat. So. Ja, ja, Creeper, ich hab dich schon gesehen. Oh. Okay, das hat Patrick nicht gesehen. Das hat Patrick nicht gesehen. Das hat Patrick nicht gesehen. Das hat er nicht gesehen, dass ich das gemacht habe. Ach, er guckt doch eh nicht meine Videos, von daher. Nein. So. Machen wir hier mal optimieren. Dann. Jo. Machen wir hier mal ein bisschen und dann passt das schon. Gut, dann haben wir das hier auch mal ein bisschen optimiert. Ich werde noch bald hier Straßenlaternen wieder bauen. Also dadurch, dass wir halt neue Wege haben, müssen wir natürlich mal Straßenlaternen bauen. Ich habe natürlich eine ganz andere Idee, die ich jetzt machen will. Hier im Dorf. Und zwar, ich habe ja mal mir halt, wie gesagt, Impressionen geholt. Ein paar Ideen, die ich machen wollte. Und ihr seht ja hier die Mine, die Voltekind gebaut hat. Wie ihr wisst, hat er die ja einfach mal random gebaut. Was ich übrigens sehr, sehr geil fand, dass er die einfach mal so random gebaut. Gut, hier den Erdteil baue ich auf jeden Fall ab, weil der macht jetzt hier irgendwie keinen Sinn. Und dann haben wir hier mehr Platz. Und dadurch kann ich die Erde noch für andere Sachen verwenden. Genau. So. Moment. Ich überlege immer ein bisschen. Moment. So. Gut. Sieht schon mal besser aus. So, dass wir dann hier quasi... Müsste doch auf der Höhe sein. Moment, ich teste das mal aus. Ja, genau, exakt, dass da der Eingang ist quasi, dass wir da dann quasi einen kleinen Abstieg machen. Das ist ja so geplant, dass wir da ab und zu mal kleine Abzweigungen machen und dann, ja, quasi hier hinunter gehen. Oh, das sieht natürlich nicht so schön aus. So. Natürlich kommt dann an den Seiten Normalholz, also ich werde jetzt keine Treppen da reinsetzen, sondern Holzblöcke. So. Ja, ich weiß, das war jetzt ein bisschen unnötig, aber na gut. So. Müsste so passen. Und dann setzen wir es so genau hin. Also so müssen wir es hinsetzen auf jeden Fall. So. Dann so. Und so. Also... Nicht so, dass ich denke, ich habe eigene Initiative, die Folgen bei Voltekind gesehen habe. Wissen natürlich Bescheid, dass ich das ja so bauen wollte. Und ja. So, dann hier nochmal schnell hier die ganzen Kobbel abbauen. Damit das, man das nicht mehr sieht, quasi. Und schon haben wir so einen kleinen Weg zur Mine gebaut. Und ja, natürlich ist er noch nicht ganz fertig. Also, da fehlt natürlich noch ein bisschen was. Kann man ja so sagen. Und ja, mein Handy, der geht natürlich wieder an. Sehr, sehr gut. Gut. Haben wir es mal ausgemacht. So. Und zack. Oh Gott. Komm schon. Ja. Ja. So. Das sieht schon mal viel, viel besser aus. Dann. Natürlich braucht man wieder Zäune. Ganz klar. So, wie viel brauchen wir denn? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18! Das müsste eigentlich passen. Eigentlich. Ja. Ja. Boah, sag mir nicht, dass es perfekt passt, ey. Das wäre schon ziemlich geil. Obwohl. Ich glaube, ein höher wäre besser, oder? So, zack, dann bauen wir das wieder ab. Und dann wieder so. Genau. Ah, ich glaube, ich gucke mir nochmal... Ah, na, nicht ganz. Okay. Hätte mich auch gewundert, wenn das jetzt wirklich gepasst hätte. Ich gehe nochmal kurz bei Voltekinds Brücke gucken, ob er, wie er die Brücke gebaut hat, ob er in der 3er Höhe oder in der 2er Höhe gebaut hat, weil ich finde die Brücke, die er gebaut hat, gut und das will ich auch mal hier auch ein paar Impressionen mal ein bisschen einholen, quasi. Ich sage das Wort jetzt ein bisschen öfters, aber
Das Ding ist einfach, ich habe in diesem Projekt halt sehr, sehr viel gebaut und dann guck mal einfach nach neuen Ideen. Nicht, dass ich irgendwann in der Folge sitze und dann denke ich mir so, was wollte ich nochmal bauen? Ah, der hat schon früher angefangen. Er hat früher hochgebaut. Und am Ende ist er dann auf die Zweierhöhe gegangen. Also, ach, Viererhöhe hat er gemacht, der Kerl. Okay. Interessant. Viererhöhe. Bin ich mal gespannt, wie ich das hier so fabriziere. Fabriziere. Fabriziere, genau. Meine Deutschkenntnisse brauche ich heute nicht mal. Nee, Spaß. Genau. So. Das. Hab ich kein Birkenholz? Ja, doch, habe ich. Eichenholz natürlich. Entschuldigung. Man sollte es schon ein bisschen korrekt aussprechen. Mal sehen, ob nochmal 18 reicht. Was willst du denn, ey? Geh dich verbrennen, Alter. Aha, hat Wortspiel hat gepasst. So. Gut. Jo, machen wir mal so. Würde ja von der Höhe eigentlich passen. Glaube ich zumindest. So. Hallo? Okay. Nein. Ah, das nicht so. Nee, das kann ich nicht so bauen. Das kann ich auf jeden Fall nicht so bauen. Man muss da wahrscheinlich Slabs reinbauen. Vielleicht. Gucken wir mal. Aber auf jeden Fall kommen hier mal Treppen hin. Ich muss mal gleich gucken, ob das die Höhe gut passt. Ah, könnte ein bisschen zu niedrig sein, glaube ich. Vielleicht noch einen höher. Ja, ich glaube, das wäre besser, noch einen höher. Das wäre noch ein bisschen besser. Oh, jetzt ist noch mein. Naja. Geil. Dankeschön. Dann mache ich nochmal. Nochmal 9 Stück. Das müsste eigentlich reichen. Dann machen wir noch hier nochmal eine schöne Eisenaxt. So. Ah, die Kuh. Die Kuh soll ich mal in Ruhe lassen. Wenn die mich in Ruhe lassen, lasse ich die auch in Ruhe. Ganz einfach. So. Zäune, genau. Hauptsache, ich habe die ganze Zeit in der Hand und dann benutze ich die nicht. Sehr gut. Nee, so nicht. Gehen wir hier rein. So. Alles klar. Jetzt wollen wir nochmal die Treppen rein. Okay. So. Und. Nein. Genau. Dann sieht das schon mal so aus. Ja, ich glaube, ich brauche noch eine Treppe, aber ich hole mir jetzt mal ein paar Slabs, weil ich mal ausprobieren will, wie die aussehen. Also, ob das gut aussieht. Würde es schon, aber. Man muss es ja ein bisschen testen. Oh Gott. So. So haben wir die Slabs. Ja, ich glaube, noch eine Treppe wäre gut, oder? Ne, wäre nicht gut. Wäre nicht gut. Wäre nicht gut. Nochmal Slabs hier rein. Dann klatschen wir hier auch Slabs rein. Und dann würde ich anstatt. So. Hä? Warum geht das nicht? So. Ernsthaft.
Marschier so und slap hin. Ah, jetzt geht's. Alles klar. Und gerade nicht. Oh, Junge. So muss das nicht sein. Oh. Oh, also ich... Hä? So, jetzt. So. Jetzt guck ich nochmal nach. Ob es wirklich nicht geht. Ah, doch. Natürlich geht das. So. Das sieht doch nach was aus. Und ich bringe mich gerade selber um, fällt mir gerade auf. Da ist die Kuh eigentlich meine Rettung. Wenn ich mein... Ach, mein Bogen. Nein. So. Oh, ein bisschen Fleisch. Weil ich die ganze Zeit runterstürze wie ein Bekloppter. Und dabei mich fast umbringe. Das soll nicht so sein, aber... Na gut. Habe ich gesagt, dass das so ist. Aber na gut. Das habe ich, aber... Na gut. Das kann ich auch sein lassen. Jetzt bin ich mal bei Voltokind. Na komm, ich mache ein Herz für ihn. Ein Herz für Voltokind. So. Und dann machen wir die Tür zu. Und dann gehe ich... Komm. Den Jump schaffe ich. Sehr schön. Ich kann doch Jump'n'Runs. Oder Patrick? Ich kann doch welche. Du kannst es mir am besten sagen, weil du... Ah, jetzt weiß ich, was das Problem ist. Gut. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Und so. Jetzt haben wir es eigentlich gut optimiert. Sehr schön. Ja, so gefällt's mir. Also so finde ich die echt gut, die Treppe. Obwohl ich... Na. Moment mal. Noch was gucken. Ich will's ja wenigstens... Ja, ich will's ja perfekt haben. Vielleicht setze ich das doch noch einen höher. Moment. So. Dann setze ich das. Nein. Das wäre, glaube ich, besser so. Außer die. Die kann ich ja ruhig anziehen. Wahrscheinlich mache ich noch so, dass ich die noch anziehe, genau. So genau. Und das dann auf die Höhe bringe. Das sieht jetzt... Ach, das sieht jetzt damit blöd aus, ne? Müsste ich das so machen, oder? Ich setze einfach einen Slap hin. Dann passt das auch irgendwo her. Ja doch, ich mache einen Slap hin. Das sieht zumindest ein bisschen besser aus. Damit es mir... Jo. Das ein bisschen... Nein. So. Machen wir das alles hier weg. Das kann so bleiben. Bisschen hin und her überlegen, das muss auch mal sein hier. So. Zack. Ja. Also ich mache auf jeden Fall nochmal eine Einheit Slaps. So. Die müsste, glaube ich, reichen. Also es ist, man sieht schon, es ist nicht so leicht, hier Treppenmeister zu sein. Fragt mich nicht, warum ich das jetzt gerade gesagt habe. Einfach nicht fragen. Das wissen auch meine Kollegen sehr, sehr gut, warum die das nicht fragen sollten, warum ich das jetzt gerade so bescheuert erwähnt habe. So. Genau, dann... Ja, vielleicht
mache ich das dann so. Und dann mache ich es auch. Dann brauche ich wieder neue Slaps. Dann, oder warte mal. Warum mache ich dann Slap hin, anstatt einfach ein Holzblock? So. Macht doch deutlich mehr Sinn für mich, wenn ich hier einen Holzblock hinsetze, als einen Slap. Ja, so sieht das viel besser aus. Also so finde ich das sehr, sehr viel besser. Ja. Ja. Okay, dann machen wir diesen Teil hier weg. Ja, das kann man doch so... Also das finde ich... Doch, das kann man so anbieten. Das kann man echt so anbieten eigentlich. Sieht sehr, sehr schön aus. Vielleicht, hä? Warte mal. Ich will das mal unter Shadern wissen. Shader an. Ja, ich weiß, die Folge ist ein bisschen zu lange. Aber die Länge ist ja ganz okay. Komm, Shader. Danke. So. Jetzt will ich mal ganz kurz Nacht testen. Ansonsten hätte ich die Nacht jetzt übersprungen. Ja, ich weiß. So. Naja. Noch blöder gestellt. 19.000. Ah. 24. Warte mal. Time set. Oh. Eins. Okay, hat schon eine gewisse Beleuchtung. Ah, okay. Okay, dann brauche ich hier eigentlich kein Licht. Das ist eigentlich eine positive Nachricht, kann man sagen, weil hätte ich eventuell überlegt, hier noch Fackeln hinzusetzen. Brauche ich in dem Sinn nicht mehr. Dann mache ich wieder zurück auf Tag. Time set. Machen wir 5000, machen wir 6000, 7000. Das war ja so in dem Dreh. So. Dann machen wir hier noch ein paar Klötze hin. Weil die Brücke, die steht ja nicht einfach so. Also, zumindest denke ich so. Wie das jetzt rüberkam. Vielleicht denke ich halt so, ne? Also. So. Sehr gut. Damit steht die... Ah, wohl. Moment, wir machen es nochmal weg. Ich mach's nochmal tiefer. Dann kommt das hier nicht mit dem anderen Teil da zu Berge. Dann mach es einfach hier hin. Und jetzt sagen wir, Jerry, hast du 12 verschwendet? Nein, hab ich nicht. Weil ich die anders im Plan habe. So, und zack. Und zwar hier und hier. Sehr schön. Ja, das sieht doch wirklich sehr, sehr schön aus. So quasi ein kleiner Eingang zu seiner Mine. Dann können wir auch hier bald ein Schild hinsetzen, so Boldukains Mine quasi. Und dann kann man also sowohl hier rein, als auch da rein. Also sehr, sehr geil. Auf jeden Fall hier im Untergrund kann man hier noch was bauen. Auf jeden Fall wird die Brücke hier quasi ein bisschen verschönert. Was mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefällt. Die Slabs muss ich ja nicht unbedingt wegschmeißen, die kann ich ja noch... für andere Zwecke verwenden. Und ja, jetzt sagen manche, du killst ja selber. Das kann sein. Ich lebe gerne am Limit, kann man sagen. Und dann mache ich gleich noch die verschnellerte Inventarsortierung. Ich gucke nochmal ganz kurz, ob die Hühner mir Eier geben könnten. Bitte. Gib mir Eier. Danke. Oh. Ja. Komm, hier Eier. Oh, Eier, hier, gib mir. Nein. Ja, oh gut. Dann gehe ich halt wieder. Okay, dann bist du halt frei. Ein Flüchtling, kann man sagen. Okay, das... Nee, das ist nicht beleidigend, sondern quasi ein Hühner. Ein Huhn flüchtet irgendwie her. Naja, ist egal. Ich denke mal, ihr wisst schon, wie ich es gemeint habe, ungefähr. Deshalb. So, und gehen wir mal ganz kurz rein. Sortieren schnell. Und dann würde ich mal sagen, beenden wir diese Folge für heute. Gut, da würde ich mal sagen, wenn ich diese Folge für heute, bis zum nächsten Mal, haut rein und ja, schaltet ein. Warte, ich esse noch gerade hier die Möhren zu Ende. Eigentlich brauche ich nur zwei. Genau,
bis nächstes Mal, haut rein und ciao.